Moin Freunde, was geht ab? Einiges, hoffe ich. Also bei der Anmoderation muss ich jetzt schon sagen, schon mit Halsschmerzen fast mehr geredet wie Ole. Nein. Nein. Das belegt ja das Stimme. Genau, Freunde, es ist wieder soweit. Wir gucken uns wieder Gewitter im Kopf an. Ich möchte vorher aber noch einmal nur sagen, dass wir natürlich... Die Krankheit an sich ist natürlich schon eine Belastung für den Jan. Und ich finde es sehr bemerkenswert, wie er damit umgeht und so. Und natürlich, wir gucken uns das an und der Stuhl knackt, das ist egal. Und wir lachen darüber, aber es ist ja trotzdem natürlich auch für ihn anstrengend. Und es ist ja, ne, weißt du, was ich meine? Man muss sowas so ein bisschen immer noch mal im Hinterkopf behalten. Also ich finde es super, wie er damit umgeht. Und er sagt ja auch selber, hat er ja beim Friseurvideo das gesagt, ne? Ja. Dass er auch... Ich weiß eigentlich gar nicht, was du wolltest. Ich finde nur, dass man das mit dem Tourette auch ernst nehmen sollte. Wir gucken uns das an und lachen uns kaputt. Du hast übrigens einen anderen Stuhl. Ja. Das wäre mir jetzt auch. Ich mache hier was Ernstes und du laberst mich jetzt hier mit dem Stuhl voll. Also rede ich nicht mehr. Nein, du sollst ja reden. Auf jeden Fall sollte man das nicht vergessen. Wir lachen da trotzdem drüber. Es ist ja auch echt lustig. Und so, mit diesem Wort zum Sonntag hier würde ich sagen, starten wir jetzt das Video. Mach auf Vollbild. Hier. Beleidigt. Du sollst reden, aber doch nicht. Na, ist egal. Wir gucken uns das an. Achso, es geht nämlich darum, dass wir ja beim Psychiater sind. Ich bin noch gespannt, ob jetzt nochmal mehr erzählt wird über diese Krankheit. Weißt du noch, wo er das erzählt hatte, dass der Gisela auch in Fremdsprachen beleidigen kann? Das fand ich schon crazy. Deswegen, also mal gucken, vielleicht gibt es ja auch nochmal jetzt so neue Sachen, die man noch nicht weiß. Ja, du Arsch. Du bist echt hässlich. Dich doch. Hä? Muss ich gleich ein bisschen zurückgehen und sieht man mich nicht mehr. Ich will mal auch nicht sehen. Dass der Job ihm wichtig ist. Lächeln wir für die Kamera. Oh. Hallo, ich bin Frau Dr. Hart. Wir kennen mich. Ich bin Mensch. Ja, ich bin Frau Dr. Hart. Wir kennen mich. Diagnose wurde so. Was ist das? Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Wie hat sie genannt? Frau Haferfink? Haferfink? Diagnose wurde so. Hast du es verstanden? Nein. Ey, ich mache jetzt nochmal ganz laut und dann einmal noch. Einmal noch. Haferfink. Diagnose wurde so. Also irgendwas mit Hurensohn. Ja. Konntet ihr das verstehen? Ich hab's. Also sagt mal, schreibt mal bitte in die Kommentare, was er gesagt hat. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Was hat er da gesagt? Aber scheint ja sehr lustig gewesen zu sein. Tim hat gelacht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und damit auch mit dem ersten Video, dass wir dem Jan mal bei seinen Ärzten begleiten werden heute. Ja, und zwar werden wir heute mal einen Arzttermin bei meiner Psychiaterin filmen. Hey, ich habe ja eine Psychiaterin, die sich um meine Panikattacken kümmert. Und eine Neurologin, die sich um meine Epilepsie kümmert. Und gemeinschaftlich behandeln sie auch das Tourette-Syndrom. Und unter anderem wird es auch in dem heutigen Arzttermin um dieses Thema gehen. Ich bin mal gespannt. Du bist ja schon öfter da, schon länger da in Therapie. Ich war jetzt persönlich noch nicht dabei. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Und wie das bei euch immer so abläuft. Ach, halt die Fresse! Und ob sie vor allem auch die gleiche Tricks abkriegt, wie ich sie abkriege. Wie in einem Wegschuss. Ein IFS, ey. Also, wir haben gut gestoppt. Ach, ja, wir on point, ne? Okay. Ist das doller geworden jetzt vor der Kamera schon? Könnte es sein. Also in der Zeit, wo sie jetzt Videos aufnehmen? Könnte passieren. Schwer zu sagen. Kann sein. Vielleicht hat Gisela den Fame erkannt. Gisela will den Fame haben. Ja. Ne? Das kann natürlich sein. Kriege oder ob sie ganz andere Ticks abkriegt. Oh,
Ich denke, es wird inhaltlich auch nochmal ganz interessant werden, da sie ja Ärztin ist und sie mit dem Tourette-Syndrom schon häufiger Berührungspunkte hatte beruflich, dass sie das halt auch aus der Sicht einer Ärztin nochmal ganz anders erklären und schildern kann, als ich als Betroffener. Ich kann dir auch viel besser darlegen, woher das eigentlich kommt, ne, und wie das ausgelöst wird. Hä? Durch hässliche Gesichter und ich darf nicht so viel Zeit mit dir verbringen. Oder was bei anderen Leuten anders ist als bei... Als bei dir jetzt anders ja. als bei anderen Leuten, das wollte ich ja, sagen. Genau, also bei anderen Tourette-Betroffenen, wie es sich da eventuell bei mir unterscheidet, ne? Ja. Ein besonderer Unterschied ist, das hatten wir ja schon mal erwähnt. Jonas! Du hast dieses Tourette-Vollbild, ne, das haben ja nicht alle. Das haben ja nur die wenigsten Tourette-Patienten. Das heißt stimmt. ja, dass du alle Formen von Tourette hast. Ja, also halt andere Leute nachsprechen, mich selbst nachsprechen, Schimpfwörter rufen, normale Wörter rufen, Zuckungen, Geräusche machen. Also das mache ich ja tatsächlich alles. Und es ist halt eine ganze Reihe an sehr komplexen Ticks, die ich habe. Und da spricht man dann vom Tourette-Syndrom-Vollbild, ne? Der hat alles. Der hat einfach gesagt, Bruder, ich schaufel da mal in die Schublade rein. Das komplette Paket buchen. Oh, Alter. Heftig. Und jetzt ist das andere da und jetzt scheiße. Ja. Alter, krass, Mann. Achso, jetzt kommt natürlich jetzt wieder ein Point angehalten. Jetzt kommt dir instant eine Beleidigung. Achtung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Ah. Oh je, das hat wohl Aua gemacht. Alter, das hat echt weh getan. Also ich hatte ja mal gesagt, dass Tourette nicht gefährlich wird. Ja, langsam schon. Also es ist ja nicht gefährlich, es macht vielleicht ein bisschen, ah komm, ich streiche das mal. So, das könnte sein, dass das, ich muss halt immer wieder Leute beißen seit den letzten Wochen und auch diesen neuen motorischen Tick werden wir bei meiner Ärztin thematisieren. Aber es gibt jetzt keinen Ticks, wo ich Leuten wirklich ernsthaft schade. Es kann sein, dass hier mal ein paar Bisse sind, aber das ein paar Blutergüsse, mit denen man morgens aufwacht. Das hört sich gerade richtig komisch an. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem neuen Video. Weiß dich. Nein! Wie war die letzte Woche denn so gewesen? Was haben wir im Einzelnen so gemacht, erlebt? Ja, also in Bezug auf die motorischen Ticks hat sich verändert, dass ich in den letzten Wochen immer wieder Ticks habe, bei denen ich Leute beißen muss. Ja, besonders mich. Ich weiß nicht, kann man die Bisswunde eigentlich noch in deinem Arm sehen? Also, sie deuten das so an oder sie beißen wirklich? Beißen wirklich. Und das ist sogar teilweise recht unangenehm, oder? Das ist nicht angenehm. Oh, also das heißt, sie beißen, aber dann die Menschen, die sie kennen, die gut vertraut sind oder passiert das auch Unbekannten gegenüber? Also das ist hauptsächlich bei Menschen, die meine, sag ich mal, meine Reichweite gerade sitzen. Ich versuche das natürlich zu unterdrücken, ich kann das aber nicht so lange unterdrücken und diese Ticks, die kommen auch nicht immer heraus. Zum Beispiel, wenn um mich sehr viel laute Geräuschkulisse ist und hat er neben mir gesessen oder habe ich ihn die ganze Zeit in den Arm gebissen oder wenn ich Leute zur Begrüßung umarme, dass ich die dann in die Schulter beiße. Fick dich! Aber das könnte auch passieren bei Menschen, die im Fremd sind. Das kann auch passieren. Oder nur bei Bekannten, nur, die ihnen vertraut sind. Das ist bisher Gott sei Dank nur bei Bekannten passiert, aber es kann natürlich auch bei Fremden passieren. Die habe ich auch schon mal berührt. Das heißt, mich könnten sie auch beißen jetzt gleich im Gespräch. Sie sitzen, glaube ich, haben den reichen, ausreichenden Sicherheitsabstand. Mich auch froh. Es ist aber auch so, dass du es öfters erst Arschloch. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass er es öfters androht. Ja. Also erst androht und dann. Was ist das denn? Der kann nichts. Erst nach dem dritten, vierten Mal in das beißt. Aber das ist so, dass es dann nicht schmerzhaft ist. Also ja, doch, das ist schon nicht angenehm. Sind Sie haftpflichtversichert? Ja, bin ich. Stellen Sie sich vor, dass wir jetzt eine wertvolle Designerhose. Das kannst du dir eh nicht leisten. Ja, Arschloch. Aber ich habe mal eine Frage. Ja. Er schnäppelt die ganze Zeit. Ja. Warum wird der Schnäppel nicht weggepackt? Warum liegt er überhaupt da? Ist die Frage. Aber es sind ja auch oft. Wie so Steilvorlagen, die Gisela dann ja eiskalt ausnutzt anscheinend. Man muss echt aufpassen, was man sagt, weil sonst, du kriegst immer eine Retour, Kuschel, ne? Alter Schwede, ey. Hat sich das verändert? Also ich habe einen verbalen Tick seit gut einer Woche und das ist immer ganz oft Jonas brüllen. Das ist ja jetzt kein Popolali, das ist ja kein Schimpfwort, aber wodurch das halt so zustande kommt, das kann ich
mir auch nicht so gut erklären. Es gibt immer wieder Abwechslung zumindest, ne? Ja. So, die ihnen aber nicht erklärbar ist, die sich nicht erklärt durch einen Zusammenhang oder so. Man kann ja auch nicht genau erklären, wie es so zu diesen verbalen Tricks zustande kommt, oder? Das Konzept ist generell bei Tourette so, dass eine gesunde Gehirn dauerhaft eine Leistung vollbringt, indem es eine Hemmungsarbeit macht. Ne? Das heißt, alle Gedanken, alle Ideen, die einem so durch den Kopf schießen, werden ja kontrolliert und unterdrückt, sodass man nach außen hin höflich bleibt. Ne? Ja. Das heißt, dass das funktionierende gesunde Gehirn macht dauerhaft eine große Hemmungsleistung. Oh je. Yeah. Ne? Damit wir nach außen hin. Ich wollte gerade trinken. Eben kontrolliert und höflich und sonst wie erscheinen. Ne? Aber, so, und wenn diese Hemmung nicht da ist, ne, wenn die Blockierungsleistung gestört ist, dann wird das undichter, so ungefähr. Ja. Das Hirn wird in der Signalübertragung undichter. Wichser! Und so ungefähr, als ob man irgendwie andere Sachen verliert. Ne? Manche haben eine undichte Blase zum Beispiel und verlieren Urin, weil die das nicht mehr haben. Das ist die Welt im Kontinent. Und so ungefähr ist das bei der Hirnleistung, da ist so eine Undichte drin und sie verlieren praktisch so die Worte und die Motorik. Ja. So, wo Menschen mit einer gesunden, dichten Leistung das filtern würden. Ne? Und nach außen hin nur bestimmte Sachen sagen. Pommes! Also diese Filterleistung, Jonas, ist praktisch hier an der Stelle gestört. Ne? Und diese Hemmungsleistung. Ja. Das ungefiltert viel mehr rauskommt. Und was die Fantasie an Assoziationen so zusammenbringt. Aber wie kommt es dann, dass es bei mir halt hauptsächlich so beleidigende Sachen sind? Das sind ja nicht dauernd so diese vulgären Ausdrücke bei den Als ob man den Bildschirm auch noch direkt. So, das Gehirn hat quasi eine Blockade und sagt, das nicht durch. Das durch, das nicht durch, das durch, ja, das durch. Diese Hemmungsgrenze. Das bitte nicht. Ja. Und bei ihm muss das ja quasi... Der Filter, der ist kaputt. Ja, da ist ein Loch drin. Der Filter, der zu uns sagt, ne, mach mal lieber nicht, der sagt bei ihm, hier ist kein Filter. Die Schleusen, puff, die sind geöffnet, genau, die Schleusen sind geöffnet. Lass laufen. Und ich glaube, das ist dann eben auch... Das ist dann, glaube ich, eben dieses, auch, warum es auch immer Schimpfwörter sind. Weil ja, du hast ja sonst immer eine Hemmung davor oder so einen Filter, der sagt, ich beleidige den jetzt nicht auf übelste Weg. Gisela ist da anderer Meinung. Die bringt das mal auf den Punkt, auf den Tisch. Weißt du, wie ich meine? Ja. Was ich sagen wollte, wenn wir die Hypothese haben, dass das gesunde Hirn eine dauerhafte aktive Hemmungsleistung vollbringt. Sie ist die Ärztin. Das ist die Echopraxie, was sie machen. Also das war ein harter Diss an sie, oder? Genau. Was denn? Das war ein harter Diss an sich selber. Ja. Sie ist die Ärztin. Aber er hat auch immer wieder versucht, sie zu imitieren, ne? Oder so nachzumachen, ne? Manchmal sieht das aus, als ob er viel zurückhält. Ja, ne? Das glaube ich auch. Ich glaube, er versucht echt viel zu tun. Aber dann hat er gesagt, dann kommen die ja stärker wieder, ne? Dass eine dauerhafte Hemmung stattfindet. Das heißt, man muss vor allem dann hemmen, wenn einem irgendwie aggressive oder beleidigende oder negative Sachen im Kopf kommen. Ne? Ja. Wir sehen einen Menschen und denken sich, das ist aber fett, ne? Ja. Das ist aber hässlich. Ne? Ja, du bist aber hässlich, das weißt du auch. Müssen sie das vor allem hemmen, dass sie dem das nicht sagen. Ne? Okay. So, was sind sie aber fett? Ne? Sondern, hallo, sie sind aber echt hässlich. Das ist unkompetent. Das kann man das nicht sagen, ne? Genau. Du bist inkompetent. Also vor allem die vulgären, die negativen Sachen muss man hemmen. Die anderen kann man ja, muss man nicht aktiv hemmen. Mhm. Ne? Und je mehr sie eine Sache hemmen, ne, und die Hemmung wegfällt, umso mehr ist die Filterstörung so, dass es rausgeht. Ne? In Bezug auf die anderen Sachen, Die aktive Hemmung nicht. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, dass es immer die Sachen sind, die er in dem Moment denkt, aber nicht sagen würde. Nein, eben nicht. Das hoffe ich zumindest. Nein, es ist nicht das, was ich denke.
Weil es ist so ein System von vulgären, von provozierenden Ausdrücken, die dann so loskommen. Ne? Und je mehr man sich darauf konzentriert, so ungefähr Sachen nicht sagen zu dürfen, ja. Ne? Oder nicht sagen zu wollen, ne? Umso mehr kommt sie dann durch. Das okay. heißt, die Sachen, auf die man besonders fokussiert, so ungefähr. Ne? Man weiß, das wäre jetzt aber echt ungünstig. Ne? Das wäre jetzt echt nicht kompatibel. Ne? Das wäre jetzt echt nicht kompatibel mit dem. Ne? Gerade die wird dann. Oh nein, ey. Die Gitarre. Es ist so schwer, wenn du mit ihm, wenn man, so wie sie jetzt, sie redet mit ihm und das ist ja ein erstes Thema und sie redet, versucht normal mit ihm zu reden und du hast halt die ganze Zeit, wie er da irgendwas macht. Alter, ich könnte das nicht ernst, ich würde mich kaputt lachen. Du darfst das aber nicht als ernst sein. Auch wenn er mir das, ich weiß, natürlich, aber auch wenn er mir jetzt das Gesicht dingsen würde, dann würde ich auch nicht beleidigt sein, sondern würde mich kaputt lachen. Ich hätte die schon weggepackt. Ja, okay, das stimmt. Also ist dann die beste Methode gar nicht, dass er sich darauf konzentriert, das nicht zu sagen, sondern auch was ganz anderes, was in der Umgebung gerade stattfindet. Quasi. Genau, also verhaltenstherapeutisch wäre das irgendwie so, ja. Oder? Dass man sich gar nicht irgendwie darauf versucht zu konzentrieren oder zu achten, was jetzt ungünstig wäre. Oder? Also man könnte im Umkehrschluss so die Hypothese haben, je lockerer die Umgebung, je entspannter. Ja. Je weniger man so einer sozialen Kontrolle unterworfen ist, ne, von außen, umso weniger kommen die Ticks. Ja. Ne? Ja. Dann muss man nicht. Menschenfleisch. Dass Sachen nicht rauskommen. Oh. Eine Stempelattacke. Ja, das kennt man ja. So, sie lässt sie trotzdem da stehen. Oder die sagen auch, wenn sie zu Hause alleine sind. Ja, das sagen sie ja auch, wenn sie zu Hause alleine sind und sie keiner beobachtet und keiner filmt. Wirklich. Keiner filmt oder so was. Dann bist du auf jeden Fall viel ruhiger, auch wenn ich bei dir zu Hause bin. Dann sind sie ruhiger, ne? Ja. Oder wenn sie ganz alleine sind, dann kommen die ja auch. Ja, genau, wenn ich ganz alleine bin, dann bin ich auch nicht so viel in den Hals aufgesetzt. Ja. So streng. Wie ist das denn in Situationen, die jetzt beruflich, in dem beruflichen Kontext, wenn Sie da jetzt sitzen, also wie gut oder schlecht klappt das denn? Also jetzt im Moment arbeite ich ja noch als Sekretär, bevor ich meine Ausbildung zum Verwalter. Ich überlege gerade, wie ist das denn beim Zahnarzt? Weil er ja... Das muss doch immer per Vollnarkose passieren. Da muss er ausgenockt werden, ja. Also das beim Zahnarzt auch. Weil er eben, der ja so ja, saß. Ja. Das sind so Zahnarzt ist aber auch. Das sind so auch so normale Dinge, ne, die selbstverständlich sind. Das muss manchmal, gut, okay, er hat gesagt, wenn man alleine ist, dann ist es nicht so doll. Aber er, beim Zahnarzt, das ist aber auch schon... Eieiei. Das war angestellt. Hey! Hast du übrigens gesehen, wie ich angehalten habe? Super. Ohne dass da irgendeiner. Ja, du hast das super Talent. Ich bin sehr konzentriert auf der Arbeit. Natürlich habe ich da auch meine Ticks, die man natürlich auch merkt, also sieht und hört. Aber die sind da doch nicht so ausgeprägt. Zudem sitze ich ja die meiste Zeit auch alleine. Genau. Und das ist das Gute, ne? Das ist Merksamkeit. Hoffentlich. Dafür werden sie bezahlt. Also steuerbar ist es auf jeden Fall nicht. Zum Beispiel, ich habe irgendwie jetzt die ganze Zeit den Drang, Leute zu beißen. Aber ich kann es die meiste Zeit, unterdrücken. Ja. Irgendwie ist es die ganze Zeit so dieses Vorgefühl, wo ich dann merke, ich muss irgendwie andere Leute pitchen, beißen, ein bisschen hauen. Das geht meistens auf mich. Sie können das schon steuern, dass sie das mit ihrem Freund irgendwie machen, ne? Dass sie da weniger... Mit dir kann man alles machen. So, jetzt muss ich da weniger bitte. Weil sie schon wissen, wo sie was zu riskieren haben.
bei mir so ungefähr, na, wenn das jetzt überhand nehmen würde, dann würde man sagen, ja, der Patient kann hier nicht mehr kommen oder so, na, wenn er nicht beißt und schlägt und so weiter. Wenn die Kinder beißt oder so. Jetzt, na, genau. Insofern wissen Sie das schon irgendwie so einzusetzen an bestimmten Stellen. Ja, ich weiß das ja. Ich weiß auch, dass auch alle Sachen, die ich rufe, die höre ich ja selber. Das ist zwar nicht beabsichtigt, aber ich weiß, dass das sehr unangebracht ist. Ja. Und das kann ich nicht immer zurückhalten. Ja, ja, klar. Das ist aber wichtig festzustellen, dass es nicht das ist, was Sie dann insgeheim denken, oh, ne, über die Person oder Situation. Ja, genau, also gut, dass wir das festgestellt haben, ne, dass das nicht, ach, egal. Sonne Schublade, da bin ich wohl dran. Ja. Ja, die Trollfahrt, Scheckenfresser. Dass das die Sachen sind. Tu nichts, so, als ob du lesen könntest. Dass das nicht die Sachen sind, die Sie denken, sondern so unkontrolliert kommen. Die das sind Sachen, die stimmen. Halt die Fresse. Die was? Die Stimme. Genau, und das so eine Sache ist, die vielleicht das Umfeld am meisten provoziert dann in dem Moment oder aufwühlt oder aufmischt. Oder und dadurch kommt dann im Endeffekt diese Kopolalie zustande. Genau. Weil damit hat man, sage ich mal, den größten Effekt, ne? Wenn Sie durch die Gegend gehen und sagen, Buch oder Tisch oder Glas. Ja, Pommes! So viele Leute, die wenn du rein Hitler schmeißt, genau. So, das war der erste Teil unseres, also deines Arztbesuches, unseres Arztbesuches. Ja, also manche von euch, fickt euch, haben meine Psychiaterin ja eventuell schon mal in einer Reportage, die im Januar lief, gesehen. Und es ist halt so, wie man es gesehen hat, dass es für mich irgendwie auch eine kleine Trigger-Situation ist, so in Bezug auf die Ticks, weil die Ticks halt bei ihr wesentlich stärker rauskommen als in anderen Situationen. Und der Tim war ja sogar ein bisschen überrascht, dass die von meinen verbalen Ticks mehr abbekommen hat. Das hat mich wirklich überrascht. Das hat mich wirklich überrascht. Auch das Thema mit dem Beißen, da war sie, glaube ich, auch sehr überrascht, weil das ist auch noch nicht so lange ein Thema, ne? Also als du das erzählt hast, ist das jetzt Neues. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall hoffen wir, euch hat der erste Teil davon gefallen. Wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, wir haben natürlich noch einen zweiten Teil. Oh, nur auf unserer OnlyFans-Seite. Den möchten wir aber erst hochladen, wenn wir sehen, dass euch auch sowas gefällt. Also wäre es nett davon, wenn ihr euch... Uns du bist fett. Wäre es nett von euch, wenn ihr uns irgendwie zeigen würdet, dass euch sowas gefällt und dass ihr mehr davon sehen wollt. Weil dann laden wir den zweiten Teil auf jeden Fall auch noch hoch. Das machen wir auf jeden Fall. Dann danke fürs Zuschauen. Hoffentlich sehen wir uns in einem von unseren nächsten Videos wieder. Genau, dann macht's gut. Hey, hey Arsch. Alter Schwede, ey. Erstmal Daumen nach oben geben. Also. Hashtag Hallo Na. Ja, mach ich gleich noch. Also erstmal, so muss ich ja sagen, ja, wir wollen noch mehr davon sehen. Weil ich muss doch sagen, die bringen das Ganze ja auch irgendwie informativ rüber, ne? Sie versuchen es auf jeden Fall. Ja, okay. Gisela hat da ja ab und zu mal einen kleinen Stein im Weg, aber ja, sonst... Ja, okay. Aber ich meine... Aber auch eben bei der Abmoderation, ne? Mit diesem... Und dann... Ja. Das war eben ein richtig langes Ding einmal, ne? Ja. Das war richtig... Also... Davor wusste ich über Tourette ja eigentlich auch nur, dass man Zuckung hat und irgendwas beleidigt. Aber die bringen halt irgendwie immer noch, so die zeigen die Krankheit. Und das finde ich ist auch nicht verkehrt, auch dass man da ein bisschen mehr mit sensibilisiert wird. So heißt das Wort. Mhm. Ne? Also ich finde das sehr gut. Und ich muss auch sagen, man merkt, dass der Schnitt besser wird, der Videoschnitt. Das muss man auch mal... hervortragen würde. Ja. Also, muss ich sagen. Also, man sieht da schon auf jeden Fall eine Steigerung. Weil, klar, mit der Sache, die sind ja sehr schnell durch die Decke gegangen. Und wenn man davor vielleicht nicht so viel gemacht hat und dann plötzlich heißt, oh, jetzt müssen wir hier ein paar Videos schneiden. Ich weiß ja selber, wie das bei uns war am Anfang. Unsere Videos sind jetzt immer noch nicht gut, aber... Aber euch gefallen sie. Hoffentlich. Die Daums, ne? Die Daums. Die Daums. Die sind da. Die zeigen es auf jeden Fall. Nee, also wir wollen auf jeden Fall noch mehr sehen. Ja, guckt auch mal gerne rüber. Auf jeden Fall. Ja, immer schön Hashtag Hallo Nach reinschreiben, so wie ich das jetzt auch gleich noch machen werde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Halt die Haare, Freunde. Lasse wehen.